weiter nach oben, Schritt für Schritt aber. Und nicht drei Schritte auf einmal. Wird es eine steile Bergauffahrt oder wird es eher eine Berg- und Talfahrt? Ja, ich glaube, wichtig ist, dass wir uns stabilisieren. Und die Menschen in Hamburg träumen von einer langweiligen Saison. Das heißt, ja, nicht mehr da unten in die Abstiegsregionen zu kommen. Ja, und wir wollen uns natürlich stabilisieren von dem Fundament an. Und zweimal 16. das reicht. Wir wollen nach oben krabbeln, aber wir wissen auch, dass wir keine 7-Meilen-Stiefel anhaben und nicht Entwicklungsetappen überspringen werden. Ich glaube, Experiment ist es nicht, weil wir wissen, worauf wir uns einlassen. Wir haben die Verträge mit den Spielern nicht verlängert, von denen wir denken, dass sie trotz großer Verdienste, die sie haben, dass sie in den nächsten Etappen, die wir vor uns haben, dass wir da frisches Blut brauchen. Und wir gucken peinlichst genau darauf, was passen könnte. Aber das ist wie immer. Insofern hat es natürlich auch die Ungewisse, ob es dann in der Realität auch so passt. Es hat immer auch die Ungewissheit, ob es sich dann auch wirklich so einfach umsetzen lässt. Aber wir geben uns alle erdenkliche Mühe dabei, den Kader so zusammenzustellen, dass eben auch neues Leben entsteht. Alle haben jahrelang vom Umbruch beim HSV gesprochen. Wir sind jetzt mittendrin. Das fühlt sich natürlich auch in gewisser Hinsicht ungewiss an. Aber das Risiko muss man jetzt eingehen. Weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Menschen rund um Hamburg auch merken, dass wir die Konsequenzen aus dem gezogen haben, was in den letzten Jahren passiert ist, und dass wir uns eben auf den Weg nach oben machen. Ja, natürlich haben wir unseren finanziellen Rahmen, den wir einhalten müssen. Es ist klar, dass wir schon im letzten Jahr sind große Investitionen getätigt worden, von denen wir uns erhoffen, dass die sich dann jetzt auch in diesem Jahr realisieren. Ist nie einfacher für Spieler neu nach Hamburg zu kommen, vor allen Dingen in die Situation. Jetzt haben wir aber stabile Verhältnisse. Und ich hoffe mir von all den Spielern, die jetzt im zweiten Jahr da sind, auch sicherlich nochmal einen Leistungssprung. Das ist schon mal das eine. Und zum anderen wissen wir auch jetzt eher, was passen könnte dazu. Und insofern ist Emir Spajic einer der Spieler, von denen wir denken, dass sie die Mannschaft fußballerisch stabilisieren werden. Wir brauchen aber auch Potenzialspieler, Spieler, die, ich sag jetzt mal, gerade im Aufstieg sind und die ihr Potenzial in Hamburg entwickeln können. Der Trainer ist der wichtigste Angestellte in einem Fußballverein. Und insofern ist es sehr, sehr wichtig, diese Personalie geschlossen zu haben, Planungssicherheit zu haben und dann auch miteinander ein Selbstverständnis der Zusammenarbeit zu entwickeln. Das haben wir jetzt, das macht unglaublich viel Spaß, auch mit Bruno jetzt in dieser doch komplexen, weil schwierige Rahmenbedingungen, Zeit, auch weiterzuentwickeln. Aber diese Sicherheit gibt mir vor allen Dingen das Vertrauen, dass wir das im nächsten Jahr schaffen können. Natürlich nicht nur alleine Bruno Labbadia, wir brauchen dafür ganz viele Leute, die mit anpacken.